Ja, hallo liebe Zuschauer, wir sind heute hier, diesmal nicht als Kolumne, sondern richtig als Live-Video hier in der Wiege von Sachsen in Meißen. Sieht man hier im Hintergrund, die meisten von Ihnen kennen es vielleicht von zu Hause vom Meißner Porzellan. Und Sie sehen hier im Hintergrund haben wir ein großes Pferd. Und was es damit auf sich hat mit diesem Pferd, auch mit diesem interessanten Spruch, werde ich gleich zwei Leute fragen. Neben mir steht Grit Kutscher, so eine Amtsrichterin, und René Jahn. Kurze Vorstellung dazu. René Jahn ist politisch sehr aktiv, außerparlamentarisch seit Jahren schon, unter anderem bei Pegida, mit dem trojanischen Pferd, die Grit Kutscher ebenfalls, im Verein Pro Mitsprache e.V., aus dem Dresdner Verein, aus dem Bürgertum, sind ganz viele aus der Mitte der Bevölkerung dabei. Und was es mit diesem Pferd hier auf sich hat und warum das jetzt das ganze Wochenende durch Dresden und die Umgebung fährt, das werden die beiden uns gleich erzählen. Ich würde mal zuerst die Dame sprechen lassen, die liebe Grit. Liebe Grit, was hat es mit diesem Pferd auf sich? Ja, unser trojanisches Pferd ist ja die Idee vor 2 Jahren entstanden. Wir waren ja damit 2018 am Kulturpalast und hatten dort große Erfolge, weil es uns einfach darum geht, wie unser Vereinsname auch sagt, Pro Mitsprache, dass wir den Bürgern eine Stimme geben wollen und mit den Bürgern sprechen wollen und das auch nach außen transportieren und vielleicht auch einmal in die Gehörgänge der Politiker dringen wollen, die nach Meinung der Bürger, so wie wir es mitbekommen haben und wie es auch unser Eindruck ist, nicht mehr so sehr auf die Stimme des Volkes hören. Das ist mit Sicherheit nicht nur euer Eindruck, sondern der ist allgemein. Und jetzt frage ich nochmal den René. René ist ja, ich sag mal, der Motor eigentlich auch des Vereins und immer einer, der Aktionen macht. Also gibt es ja schon ganz tolle Geschichten. Beispielsweise am Neumarkt war mal was gegen wie hieß dieser Pakt gleich nochmal? Migrationspakt. Gegen den Migrationspakt. So, es ist ja auch rumgegangen, die Projektion an die Frauenkirche. Habe ich damals auch gepostet auf meiner Seite, wer mal ein bisschen zurückgehen will. Ganz tolle Sache. Dann fragen wir nochmal den René. Ist es dann schon so, dass man auch zeigen möchte mit diesem Pferd, es geht wieder von Dresden, es geht wieder von Sachsen aus. Ist ja doch bekannt für, ich sag mal, die Sachsen lassen sich alles gefallen. Kann man das so übersetzen? Kann man genauso übersetzen. Wir sind also eine große Gruppe mit vielen Befürwortern, die sich auch im Hintergrund aufhalten, die uns seit vielen Jahren unterstützen. Auch aus der Wirtschaft, auch aus dem Bürgertum, die, wie gesagt, erfahren einen sehr, sehr großen Zuspruch. In Dresden ist ja bekanntermaßen sehr, sehr konservativ. Das hatten uns auch die letzten 3 Tage gezeigt, wo wir mit dem Pferd unterwegs waren. Jetzt so fast als Schlusspunkt hier in der Wiege Sachsens, in Meißen, wie du schon so schön gesagt hast, Elmar. Wir haben also auch in Dresden sehr, sehr viel Zuspruch erfahren, sind bis Pirna gewesen, über Heidenau gefahren. Überall haben die Leute Daumen gezeigt und letzten Endes auch ein großer Zuspruch gewesen. Es war eine spontane Aktion, innerhalb von weniger Stunden aus dem Boden gestampft, so wie wir das in der Vergangenheit auch gemacht haben. Und aus unserer Sicht haben wir jetzt wieder in den letzten 3 Tagen alles richtig gemacht. Kurzfristig, unbedingter Zusammenhalt. Und das spricht natürlich auch für unseren Elmer, der mit seiner Kolumne einen extrem großen Erfolg erfährt. Deswegen halten wir natürlich in dieser Richtung auch zusammen und haben diese Sache innerhalb von weniger Stunden, wie ich schon sagte, aus dem Boden gestampft. Und ich danke nochmal allen, die das möglich gemacht haben in der kurzen Zeit. Und es war ja auch heute wieder kurzfristig hier. Ja, wir haben uns zusammengefunden, ja, obwohl Samstag ist. Und wie gesagt, wir wollen eigentlich die Stimme von den Leuten sein, die von der aktuellen Politik sich nicht mehr alles gefallen lassen. Das ist gut. Noch eins zu sagen, das trojanische Pferd hat ja in den vergangenen 2 Jahren schon in verschiedenen Städten gestanden. In Meißen, in Dresden, in Pirna war es, in Cottbus mit über 5000 Leuten, ja, muss man so sagen, um dazu werben für mehr Demokratie, für direkte Demokratie, die vom Volke ausgeht. Und jetzt war es aber nicht möglich, dieses trojanische Pferd fest aufzubauen. Das war organisatorisch oder von der Stadt her, von dem Genehmigungsverfahren nicht möglich. Ja, das war die Kurzfristigkeit. Das Tiefbauamt. Und deshalb ist dann der René und auch andere, die so im Hintergrund, die haben gesagt, wir stellen das Pferd einfach mal auf den Wagen und fahren einfach damit rum, mobil. Das zeigt man wieder, die Sachsen sind besonders hellig, lassen sich einfach nicht, wenn es keine Genehmigung gibt, machen die das trotzdem, sind sie kreativ und machen das auf eine andere Art und Weise. So, ich hoffe, Sie haben viel Freude gehabt. Sie können auch mal reinschauen. Es wird über das trojanische Pferd, es gibt noch ein paar Bilder, es gibt auch noch einen kleinen Bericht dazu. Schauen Sie einfach mal rein. Ich denke, das ist eine gute Sache, um darauf hinzuweisen. Auf der anderen Seite steht es nämlich auch nochmal, das sieht man jetzt hier nicht, Grundgesetz oder Mundschutz. Und dann fragt man sich, Mundschutz oder ist es in Wirklichkeit Balkon?
Vielleicht noch eins kurz dazwischen, da muss ich dazwischen grätschen. Wir fahren jetzt die an der Elbe lang. Da sind ganz viele Restaurants, Hotels, Veranstalter. Hier ist tote Hose. Normalerweise ist um diese Jahreszeit in Meißen richtig was los. Da sind so viele Touristenbusse da. Dort sind Tagesbesucher, dort sind Urlauber. Der Radweg ist bevölkert. Und nichts findet statt. Sie sehen, Meißen ist tot. Und das Schlimme an der Sache ist, das sieht man von außen. Aber da drinnen, in den Hotels, in den Gaststätten, sind alles Gewerbetreibende. Das sind Leute, die haben ihr seit 30 Jahren ihr Herzblut da reingesteckt. Und das geht jetzt alles den Bach runter. Und das ist eigentlich eine Katastrophe. Und darauf möchten wir aufmerksam machen. Wir selber, da oben ist auch das Gericht, das Amtsgericht Meißen, wir gucken von oben herab und wir können nichts tun zurzeit. Ich bin heilfroh, dass es jetzt einige Verfassungsgerichte gibt, die gesagt haben, Leute, so weit nicht. Es kann nicht sein. Es sind einige willkürliche Entscheidungen. Bitte, hier muss die Politik nachbessern. Das ist mir ganz wichtig und ganz klar. Wenn ihr betroffen seid, ihr habt die Möglichkeit, Verfassungsbeschwerde einzulegen und auch gegen Bußgeldbescheide Einspruch einzulegen, wenn ihr der Meinung seid, ihr werdet hier ungerecht behandelt. Das muss der Überprüfung durch die Justiz zugeführt werden. Und das ist noch mir wichtig, dass ich dir das sage und dass ich das auch auf diese Weise auf Elmaus. Das ist nochmal die fachliche juristische Stellungnahme zu dieser Problematik. Wunderbar. Danke. Schönes Abschlusswort. Vielen Dank, liebe Grit. Vielen Dank, lieber René. Danke, viele Grüße aus Meißen. Tschüss.